Was geht, 112 Rettung. Grüß dich, grüß dich. Starten wir mal direkt rein, wa? Wir sind ja faul, wir nutzen einfach mal schon was Vorheriges. Vor dem extra faul. Ich denke, das darf auch mal sein. Sonst, was geht bei allen? Wie geht's euch? Was macht ihr so? Heute ist wieder UI Rework, meine Güte, ey. Heute ist aber der Fuchs drin. Ja, soll das im gleichen Stil sein, das ist richtig. Da ist Copy und Paste auch mal okay. Was geht, Luke? Alles gut bei mir und bei dir? Das ist wunderbar, wunderbar, wirklich. Es ist zwar ziemlich regnerisch hier bei uns, aber wenn es dir gut geht, umso besser.
Ey, was geht, Patti Deluxe? Danke für den Resub, Mann. Und 2 Monate. Was geht, was geht? Ja, komplette Katastrophe ist das heute mit dem Regen, ehrlich. Wirklich, machst du mal ein bisschen Ruhe und dann fängt es wieder an. Ey, da, gar keinen Bock auf sowas, ehrlich gesagt. Ich bin ja echt nicht so der Mensch, der da was gegen hat, aber wenn es die ganze Zeit im Wechsel ist, nervig. So, wieder vorbereitet, wie ich bin. Moment. Ach, alles gut, also gar kein Stress. Ich hab das so im Bilde. was geht, MB, was geht? Sollte echt mal anfangen, mir wirklich vorher Screenshots zu machen. Ich vergesst das jedes Mal aufs Erneute, ey. Das darf nicht passieren. Machen wir erstmal die Shopseite, an der man was kaufen kann. Überlegen, ob ich das genauso aufbaue oder ob ich das vielleicht diesmal ein bisschen anders mache. Ich weiß das nicht. Gott, ey. Lu, Hilfe! Followbot, help! Stop it! Handschuhfach weiß ich gar nicht tatsächlich. Kann ich dir keine Auskunft zu geben, ehrlich gesagt? Bro, da hat er wieder mal maximale Langeweile, Alter. Ich finde das so anstrengend. Ich hasse das wirklich. Ich weiß gar nicht, warum man das macht. Das macht überhaupt gar keinen Sinn. Die werden halt sowieso wieder deleted. Also das ist am Ende eigentlich nichts gemacht für diejenigen. Ja, eben, die werden halt entfernt, so. Was geht ab, so was geht?
Ich mache hier keine Pause. Ich mache mir gerade Gedanken, wie ich das angehe. Was soll das? Recht von dir. Guckt doch in den Titel, was soll das? Wir machen heute die Shops. Quasi, oder generell so Overview für Shops halt. Überlegen, ob ich den Hintergrund einmal kurz wegmache, weil der irritiert mich halt maximal. Aber mir geht's ganz gut eigentlich soweit und selber. Und stehen tut alles, weißt du doch. Mache gerade Kleidung Blue Heads. Ja, mach mal hin, was soll das? Schnell, schnell. Schnell, schnell, schnell. Blue, sag mal, willst du das eigentlich einheitlich haben oder willst du das wieder einzeln für alle einzelnen Shop-Typen? Pausen sind wichtig und richtig. Ja, aber ich meine, willst du die Struktur beibehalten, nur im neueren Stil, oder willst du einfach sagen, hier, Shop, hallo? Weil bei Kleidungsshops ist es ja wieder dann so, wegen Oberteil, Unterteil und hast nicht gesehen. Oh, Loa, was geht, was geht? Danke für den Sub, Mann. Resub, 4 Monate, was geht? Hat die Frage, ob wir halt bei dem Stil bleiben, quasi mit den Frontpaneln halt, Oberteil, Unterteil, Hose, hast nicht gesehen, keine Ahnung, schieß mich tot. Da musst du dich an Erbse wenden, der ist dafür zuständig. Weil Blue, sonst mache ich nämlich erstmal für Closing quasi und dann nochmal gesondert für Item Shop quasi. Wenn wir bei dem Stile bleiben wollen. Was geht, Game Rainbow? Muss das mal das Drogensystem überarbeiten. ja, ich verstehe, was du meinst. Wenn das dir keine Umstände macht, dann machen wir das so, ja. Die Frage ist dann halt nur bei Klamotten zum Beispiel, ob man dann dieselbe Linie fährt wie das jetzige. Oder ob du alles einzeln als Shops haben willst oder wieder gesammelt oder keine Ahnung. So faktisch so halt, Moment.
Dass man halt wieder so macht, dass man da die ganzen Untertabs mit reinpackt und dann halt. Oder ob man das vielleicht sogar ganz anders macht. Das ist auch eine Idee. Hast du recht. Jo, stimmt, true. Gute Idee. Ganz drauf gekommen. Was ist denn hier los? Gar nicht so eine schlechte Idee. Darauf hätte ich vielleicht auch eher kommen können. Susi. Was geht, was geht, was geht? Du kennst mich, ICWOC, immer faul. Ah ja, klar, Fingergedöns. Mittlerweile habe ich mich echt damit angefreundet. Machen wir mal wieder so, das ist einfacher. Hast du gut gemacht, ja. Klar macht er das gut.
Was geht, Gordi? Was geht? Was Eigenes nehmen. Ja, das bietet Fund Awesome leider nicht. Das ist ein bisschen anstrengend. Farm doch einfach Punkte, einfach AFK, ist doch scheißegal, Mann. Robots, Alter. Ach, das lässt sich auch so farmen. Alles gut, mach das einfach. Ach, ich hasse das, muss ich den Icon selber bearbeiten. Müssen wir das auch noch machen? Naja, gut, was soll's. Alles für die Punkte? Ja, normal. Du willst doch schließlich deinen Doktortitel haben, oder nicht? Oder wie sieht's aus hier?
Oh, da der Hose. Doch für Roberts exklusiv. Glaubt, die Icons sollten für sich sprechen. Da brauchen wir nicht nur extra Text, oder was glaubt ihr? Eine Bildschwäche. Ich kann alle Text lesen. Ja, ist natürlich sehr, sehr ungünstig, ne? Wir sind nicht barrierefrei. So ein blödes Ding aber auch. Denke eigentlich auch, dass man das gut sehen kann. Geht ja mal gar nicht. Doch, doch, das ist alles im Rahmen des Möglichen, ne? Lo, was glaubst du, kann man Schmuck einfach zusammenfassen in einem Reiter oder willst du das wieder gesondert haben? Ich glaube, den Schmuck, den kann man ja theoretisch in, oder sortierst du da quasi nach Kategorie, also wie sie GTA von sich gibt. Ein bisschen hat es irgendwie was davon, ne, wenn man das auch von weitem betrachtet. Junge, vielleicht finden wir was Günstigeres, mal schauen.
Diamanten hatte ich auch überlegt erst. Das ist gar nicht so verkehrt eigentlich, glaube ich. Das stimmt. Kann man einen Diamanten probieren, ist gar kein Problem. Ich glaube nicht. Also manchmal sollten die Leute vielleicht auch ein bisschen weiter als über den Tellerrand denken, so denke ich. Ich habe immer zu viele Hoffnungen in die Leute hin. Ich finde auch, das geht echt. Ja. Eigentlich müsste das klar erkennbar sein. Was geht, Hellboy? Willkommen im Stream. Das ist wohl richtig, ja, Luke, hast recht, ja. So, was fehlt denn noch an Kategorien? Was haben wir denn? Ja, Oberteile, Hosen, Schuhe, Handschuhe, Schmuck, Caps und Masken vielleicht noch, ja. Also Hüte und Masken. Ja, Krawatten halt über. Ja, stimmt, da gibt's ja noch mehr. Oh, cool. Da finden wir schon was. Weiß ich auch, warum man das immer so unterteilt hat. Okay, aber das wird ja eh skriptseitig dann eh ausgeblendet, wenn es der bestimmte Shop betrifft. Aber es geht schon. Okay. Glaube, für Hüte kann man das einheitlich lassen. Für Mützen und Caps und so. Das ist einfach Hut. Für dich zumindest. Ja, Masken. Masken geht auch, ja. Moment. So.
Guten Teriyaki auf jeden Fall. Ja. Großteilig von Awesome und teilweise aus Flat Icon und so. Wenn Font Awesome die nicht zur Verfügung hat, dann suche ich mir die selber quasi. Oh, Krawatten fliegen und so. Das könnte man ja sogar vielleicht getrennt machen. Muck und Krawatten und so. Ah, Brille, erzähl doch nicht sowas. Stimmt, du hast recht. So, Brille, dann kann ich jetzt noch Krawatte machen. Ja gut, darauf habe ich ja keinen Einfluss. Das sind ja Slot-Sachen so. Doch, das sind ja so Slot-Sachen, auf die ich ja keinen Einfluss habe. Ich mache ja nur das Designschema. Da musst du Blue auf den Deckel gehen. Ich wollte gerade sagen, wie Sebastian sagt, einfach die Vorschläge nutzen, dafür sind die immer da, gucken, ob man das vielleicht als eventuelle Möglichkeit mit einbringen kann. Wenn das natürlich nicht geht, weil wegen was auch immer, dann wird es euch auch automatisch gesagt.
Hallo, hallo, Little Miss Spooky. Wie geht's dir? Kann man schon mal so machen, ja. Was ist los, Erbse? Machst du wieder Pause oder was? Oh, frech von dir. Keine Pause, hier wird durchgeschuftet. Genug für heute. Ja, wenn ich das mal von mir behaupten könnte. Ich habe ja gleich, nachdem wir hier durch sind mit dem Ding, ja noch genug zu tun, ey.
denn da? Pfeile. Ich weiß auch nicht so genau. Standardpfeile. Plus und Minus impliziert aber halt so mehr halt, weißt du, was ich meine? So, ja, rein theoretisch machbar, aber ich glaube, die Leute würden das eher als mehr, also dazu packen quasi so. Wäre ja zumindest meine Ansicht, das Ganze. Ich bin halt immer so ein Fan von Hover-Effekten, aber das funktioniert nicht so ganz bei Figma. Zumindest nicht, hätte ich jetzt keine Lösung dafür. Das ist sehr statisch teilweise. Naja, mal gucken. Was geht? An die neuen Follower hier.
Nate-Dress? Naja, ich bin ja kein Klamottenmodder oder sonstiges, sondern eher aus der kreativen grafischen Schiene. Da muss man sich leider an andere richten. Da bin ich der falsche Ansprechpartner für sowas. Tut mir sehr leid. Wann das genau erscheinen wird, kann ich nicht sagen, Radio AB, aber zeitnah wahrscheinlich, je nachdem, wie weit wir kommen halt, ne? Viele verrückt machen, sind so Sachen wie Hemdweiß. Ja, aber wie würdest du es denn sonst beschreiben? Also ich wüsste sonst keine mögliche Lösung dafür, wie man das sonst anders betiteln könnte, theoretisch. Weil am Ende impliziert das ja genau das quasi, was man da hat, so. So, wenn du jedes einzelne, weil das Problem ist ja, wir haben für jedes Klamottenteil zig Variationen, aber wenn du alle 745, wie du zum Beispiel jetzt aufgelistet hast, als Beispiel, auflisten würdest, du wärst morgen noch nicht fertig und die UI würde sich totladen. Das ist halt so ein großes Problem, ne? Das ist halt immer, ich kenne das, ich hatte das auch schon, oder mich hat das auch schon tierisch genervt, aber ich glaube, man sieht das oft, zum Beispiel bei den Masken, dass du, da dauert das immer einen kleinen Moment, bis alle geladen sind in dem UI. Das mit den Steps hatte ich auch überlegt mit den Steps, ne? Dass man so sagt, hier plus 1 oder mit einem Doppelpfeil 10 überspringen oder so, keine Ahnung. Ja, du hast recht, ja. Wenn man das Hemd nicht, wenn man noch die 20 Farben nicht durchklicken, ja, da gebe ich dir recht, ja, true. Dann hätte ich vielleicht sogar eine Idee, aber ich glaube, dann wird die UI an sich, oder warte mal, nee, ich kann es ja ein bisschen kürzen, warte mal. Aber willst du, guck mal, wenn ich überlege. Das ist nur ein Teil. Du musst überlegen, auf die andere Seite kommt ja das, wo du siehst, was du kaufst. Verstehst du, was ich meine? Ja, genau, das ist nämlich das Ding so. Ich will es eigentlich nicht kürzen, weil es an sich keinen Sinn machen würde, theoretisch. Ah, oh, der Einkaufswagen. Ich guck mal gerade das Recht, ja, ich guck mal. Ja. Schauen wir mal eben. Ich weiß ja nicht, ob Blue geplant hatte, dass man dann die UI-Größe wieder selber sich bestimmen kann. Dann wäre es kein Problem an sich. Ey, alles gut. Jeder Gedankengang ist wichtig, ne? Da kann man ja auch immer gucken, ob das Sinn macht, ob man das mit reinnimmt oder so. Das ist ja nicht das Problem an sich. Also jeder darf und kann und soll auch seine Meinung äußern dazu, ne? Das ist ja der Sinn des Streams hier.
mach das anders, warte mal. Ich mach das, ich lasse die Pfeile da, wo sie sind und mache immer diesen doppelten für. Ja, stimmt. Auch keine schlechte Idee, was du sagst, Herr Makasi. Was geht, Kyle? Hallo, hallo, hallo. Mache ich mir mal Gedanken zu, auf jeden Fall. Ich würde das erstmal so übernehmen, wie ich es jetzt hier habe. Aber werde deine Idee quasi mal auf den Blick haben und mal gucken, ob ich das Offstream mal umsetzen kann, richtig, wie ich meine. Wie du es dir da vorgestellt hast. Das sollte bestimmt machbar sein, definitiv. Ah, die Dinger haben wir nicht als doppelt, oder? Jetzt doppelt? Vielleicht kann ich mir den selber zusammenbauen. Ich denke, kann man so machen erstmal, ne? Wie gesagt, aber die Idee von Yamakasi finde ich halt auch nicht schlecht, ne? Ich werde mir mal dazu Gedanken machen, auf jeden Fall. Ich finde die Idee eigentlich gar nicht so dumm.
würde ich sagen, kann man so nehmen. So nehmen. Für die Kaufseite zumindest erstmal. Danke, danke, Sebastian. Ja, machen wir weiter hier. Ich habe mich schon immer gefragt, warum da immer ein Kästchen ist und darunter die Summe. Also wofür sollte das Kästchen stehen? Also welchen Mehrwert hatte das damals? Weiß das einer von vom Team? Oder Blue vielleicht? Also da mal irgendwie ein Icon rein oder was fehlte? warte, ich schick dir das mal. Bei der Warenkorbseite, da hast du in dem Bild, hast du so ein Kästchen und darunter den Wert, der das kostet quasi. Aber wofür sollte das Kästchen stehen? Ich hab Platz dafür vergessen, Items.
Ach so, ja, aber war da irgendwie, wird die nur farblich dargestellt oder soll da ein Icon eigentlich sein? Oder können wir die rauslassen? Weil man befindet sich ja in der Kategorie, in der man es kauft, theoretisch. Also, weißt du, was ich meine? Eigentlich Icon. Ja, dachte ich mir fast. Na gut, das stimmt, ja. Vielleicht, okay, dann übernehmen wir das. Das ist ja gar kein Thema an sich. Das können wir ja machen. Nee, im Shop wurde das irgendwie nie angezeigt. Warum auch immer, hat man einfach vergessen oder wurde nie so oder nie drüber nachgedacht, so, keine Ahnung. Wie das alte, was sagen.
Mir geht es bestens, Gordi, danke. Und selbst? Das ist sehr gut. Mein Glaub, was? Mein Kopf glüht Schmerzen. Okay, perfekt, Goldi, danke. Ich weiß, was du meinst, alles gut. Hey, Animega, danke für deinen Resub im 7. Monat. Willkommen. Mal noch die Buttons und die Gesamtsumme und dann haben wir es, glaube ich, schon fast soweit. Was geht, Elias? Willkommen, willkommen. Die ist gar nicht so selten tatsächlich. Also, wenn du mal aktiv den Flughafen-Channel verfolgst, müsstest du eigentlich sehen, dass das recht häufig auf ist. Ich würde sagen, also so wie die Leute im Chat das sagen, also alle 2 Tage bin ich auch der Meinung.
Nehmen wir denn da für ein schickes Icon? Irgendwie bietet sich eigentlich gar nichts an hier. Ich würde auch sagen, alle 2 Tage ist auf keinen Fall selten. Vielleicht ist für dich die Uhrzeit einfach nicht stimmig. Das kann ja auch sein. Also vielleicht brauchst du vielleicht einen Sondertermin oder so. Ich weiß es nicht, ne? Man muss doch mal gucken. Also ich glaube auch, Dirty hat so echt ziemlich viele Whitelist-Zeiten, so schon fast Fulltime-Job, kann man sagen. Unterbezahlt. Woran liegt es, ist die Frage. Ist es eher die Zeit, die dir fehlt? Oder passt es nicht mit den Whitelist-Zeiten überein, mit deinen Zeiten? Das ist immer unterschiedlich, ne? Ja, oder so wie Sebastian sagt, einfach Sondereinreise. Wir sind gerade dabei, die Shop-UI zu machen. Reworken, sagen wir mal. Ja gut, aber wenn dein Hauptchar so viel Zeit frisst, macht es dann Sinn, den zweiten zu bespielen? Also, ne, ist immer die Frage, ob das Sinn macht. So, Besitzen ist eine Sache, aber ob das Sinn macht, ist so wieder eine, ja, nur Frage. Ich meine, am Ende kann das ja jeder für sich selbst entscheiden, so, aber es ist immer die Frage, ob das viel Sinn macht, so, wenn man eh kaum die Zeit hat für einen zweiten. So, habe ich jetzt noch irgendwelche Buttons vergessen? Gucken wir mal. Männlich-weiblich wäre vielleicht noch eine Option.
Ja, nee, es kommt immer drauf an. Manchmal ja, manchmal nein, aber stellt sich, also ich zum Beispiel kriege immer automatisch natürlich nur für männlich angezeigt, aber weiß halt nicht, wie es auf der Frauenseite aussieht. So, deswegen, ich habe das ja immer provisorisch so gemacht, damit es halt jetzt Markierung. So, haben wir jetzt noch was vergessen? Ich glaube eigentlich nicht, oder? Bin ich da, oder habe ich Knick in den Augenblick? Also, wir haben Shop-Auswahl, wir haben die Kategorien für die jeweiligen Shops, die man dann individuell bestimmen kann. Dann haben wir den Warenkorb mit den jeweiligen Sachen, inklusive dass man Items auch wieder deleten kann. Wir haben den Shop schließen Button, wir haben bezahlen mit Karte, bezahlen mit Bargeld, die Gesamtsumme, die angezeigt wird am Ende. Habe ich auch gerade überlegt, ne? Das ist echt ein bisschen viel grün, ne? Ja, ne, denke ich auch. Also ich glaube, das war tatsächlich ein bisschen zu viel Grün, was wir da verwendet haben. Müssen da echt aufpassen, dass es nicht zu viel und überhand nimmt. Die Frage ist halt, ob dann jetzt noch was da ist, was jetzt fehlt, erstmal zumindest. Habe ich auch überlegt, oder? So, haben wir eine abwechslungsreiche Kombi aus Weiß und Grün. Ja, das passt eigentlich ganz gut, da hast du recht. Bin halt auch ein Fan, der halt gerne mit Hover-Effekten arbeitet, ne? Aber wie gesagt, in Figma lässt sich das halt super eher doof darstellen. Aber kann man ja dann noch so weit erklären, dann für Rob und wer es dann auch mal dann noch weitermacht. Was sagt denn der Rest des Chats? Sebastian ist ja nicht alleine hier. Glaubt ihr, man kann damit so ganz gut fahren? Findet das alle übersichtlich? Kommt ihr damit zurecht soweit? Ist jedem ersichtlich, was hier eigentlich passiert? Mit deinem Nutella-Brötchen. Jetzt kommt die Masterfrage: Mit oder ohne Butter? Enttäuscht mich nicht, Leute, wirklich. Können wir mal Pink testen. Mit klingt sehr gut. Liebe dich. Ja, ich weiß das, aber es ist eine generelle Frage, ne? Vielleicht sagt ja auch jemand nein. Das wäre ja eine Katastrophe.
Das kann man doch keinem zumuten hier. Ja, okay. Ja, nein, 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 nein. Lass das aus. Doch nicht mit Ananas. Hast du sie noch alle? Jetzt ist vorbei. Wie kann man eine Pizza so verschandeln? Was soll das? Ah, hör mal, was soll denn das jetzt? Auf eine Pizza gehört definitiv keine Ananas. Niemals. Oh nein. Schluss damit. Dann haben wir die Shopier fürs Klamottengünst schon mal fertig, ne? Der Rest ist dann nur eine Adaptivarbeit. Schrift vom Warenkorb ist etwas groß. Glaubst du, die sollte kleiner sein? Also so einfach so vom Designtechnischen? Wenn du noch irgendwas hast, Blue, einen kleinen Moment ich Zeit, ansonsten mache ich das auf einen anderen Tag. Garagen-UI. Würde ich vielleicht auf morgen verschieben wollen? Für Garage hatte ich mir schon Gedanken gemacht und das würde vielleicht ein bisschen ausgefallener sein tatsächlich. Habe ich nämlich eine recht coole, konkrete Idee, die ich aber jetzt so nicht direkt umsetzen kann. Da muss ich mir halt erst alles fertig machen für. Was meinst du, Sebastian? So, ja. Eine Größe oder ein Stück kleiner noch? Eigentlich finde ich das schon ganz angenehm. Items. Ich gar nicht, reicht doch eigentlich, oder? Dadurch, dass du ja scrollable Sachen hast und so, geht das eigentlich theoretisch. Echt, finde ich? Wobei die bei dem anderen sind ähnlich groß, würde ich fast sagen. Aber mit den Größen, das sind ja keine finalen Größen wahrscheinlich am Ende. Da muss man halt gucken. Dadurch, dass die skalierbar werden und so, legt sich das eh dazu recht, denke ich. So generell die UI-Größen halt. Mach ich für gewöhnlich auch, ja. Aber ich glaube, hier in dem Kontext von zwei verschiedenen Fenstern ist das nochmal was anderes, denke ich. Dadurch, dass ich ja bei dem einen eine Linie Textfeld habe und bei dem anderen habe ich Icon plus zwei Linien Textfeld, weißt du?
Deswegen, ich dachte, so passt das eigentlich ganz gut. So hat man alles auf Blick, so nicht zu klein, nicht zu groß. Aber ja, so wie du es sagst, halt, das ist persönlicher Geschmack, natürlich, logischerweise. Am Ende werde ich eh nicht alle mit diesem Stil zufriedenstellen können, das ist mir bewusst. Weil viele auch mit Veränderungen teilweise nicht klarkommen, das ist auch okay. Aber Garagen, ey, guck mal, mein Gedöns. Du kommst sowieso nicht mit einem klar. Auf damit. Wie schaut's denn mit Freitag aus? Hat Freitag schon jemand was vor hier? Moment. Kennen wir doch mal. Freitag ist der. Was ist denn das für ein Tag? Der dritte. Da wollte Loa, oder? Nee. Wollte denn hier? Keine Ahnung. Ah, wobei, also halten wir uns erstmal Freitag fest, aber dann, oder nee, machen wir. Oder Donnerstag. Donnerstag ging ja auch, dann machen wir Donnerstag. Hä, aber die Handys bleiben doch leer. Das macht ja gar keinen Sinn. Die Handys bleiben doch trotzdem leer. Die sind ja nicht gefüllt mit irgendeinem Akkustand, oder? Ich meine, du kaufst das Telefon und behältst auch deinen Akkustand eigentlich, oder? Also da ändert sich ja nichts dran. Na ja gut, dass er das nicht wusste, aber eigentlich wird das ja doch in der Einreise erzählt und erklärt, oder? Die vom Taxi bzw. vom DOI erklären den Leuten doch in der Rundtour alles Mögliche. Bin sehr verwundert, dass man das nicht weiß, ehrlich gesagt. Wenn ich Leute vom Taxi hier, die wissen das doch. Ja, bin ich eigentlich auch der Meinung, ne? 100%, ja, bin ich auch der Meinung. Verwundert. Hallo, Essen trinken kommt hier nicht. Das ist erstmal nur Kleidung. Das andere war ich auf Stream adaptierend. Aber selbst wenn, also selbst nach langer Zeit, die Mechanik hat sich ja nicht geändert. Das ist sehr irritierend auf jeden Fall. Ja gut, aber manchmal ist das einfach so, ne? Dann erklärt man den Leuten das und dann ist wieder alles gut.
Ja gut, Leute. Dann sind wir erstmal fertig mit der UI hier, mit der Closing zumindest. Den Rest werde ich so adaptieren. Und dann würde ich sagen, machen wir Donnerstag. Donnerstag kommt dann Garagengedöns an. Haben wir denn hier jemanden, der gerade am Streamen ist? Zuma, perfekt. Beziehungsweise Nanook. Machen wir den doch, wa? Diesmal? Ja, würde ich sagen, oder Leute? Ui, nochmal mit dem Sub hier rein. Was geht, Too Sleepy? Danke, danke, danke. Na los, Leute, dann schicke ich euch mal zu Nanook rüber. Bevor ihr alle in Vergessenheit geraten. Dann würde ich sagen, machen wir dann ins 3, 2, 1 und los. Macht's gut von mir. Wir sehen uns Donnerstag.